Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wie schon angesprochen, da geht es um Petitionen, besonders um Petitionen, die sich mit Hartz IV beschäftigen. Jeder Bürger hat ja die Möglichkeit, Bitten oder Beschwerden an den Deutschen Bundestag zu richten. So ist es im Grundgesetz in Artikel 17 festgeschrieben. 2014 beispielsweise gab es über 15.000 Petitionen, die beim Bundestag eingereicht wurden. Und die meisten Beschwerden der Bürger betrafen die Rente, die Pflege und eben Hartz IV. Der Petitionsausschuss behandelt nun alle Petitionen, kann beispielsweise Auskunft bei der Bundesregierung zu dem Gegenstand beantragen, eine Anhörung veranstalten etc. Am Ende steht eine Beschlussempfehlung, wie soll mit der Petition weiter verfahren werden. Und genau darum wird es jetzt in dieser Debatte gehen. Es geht nämlich um eine Leitpetition, die fordert, Sanktionen beim Arbeitslosengeld II abzuschaffen. Jetzt sagt die Bundesregierung, Sanktionen komplett abschaffen, das geht nicht. Also diese Petition muss abschlägig beurteilt werden. Grüne und Linke, die Opposition, fordert, diese Petition an die Bundesregierung zur Berücksichtigung zu überweisen. Das ist das höchste Votum des Petitionsausschusses. Also das ist der Hintergrund zur Debatte. Jetzt spricht als erstes Markus Paschke von der SPD-Fraktion. Die Möglichkeit, so öffentlich über eine an uns herangetragene Petition zu reden. Und in diesen Petitionen werden ja die Probleme der Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen. Auf Antrag der Linken reden wir heute über die Petition von der Frau Inge Hannemann, die für die Linken auch Abgeordnete in der Bürgerschaft der Hansestadt Hamburg ist. In der Petition fordert sie, dass alle Sanktionen und Mitwirkungspflichten abgeschafft werden. Letztendlich also möchte Frau Hannemann eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich sage, Geld allein genügt nicht. Das bedingungslose Grundeinkommen löst nicht das Problem der Menschen. Die meisten von ihnen wollen aus der Arbeitslosigkeit raus und am Arbeitsleben teilhaben. Auch ich meine, wir müssen die Sanktionspraxis verändern. Wohlgemerkt verändern. Ich sage allerdings auch deutlich, dass ich Sanktionen nicht generell abschaffen will. Wir müssen eine Balance zwischen Fordern und Fördern schaffen, mit dem Ziel, allen Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, wieder eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und dafür ist Arbeit ein wesentlicher Faktor. Der Schwerpunkt im SGB II, im Sozialgesetzbuch II, muss auf Fördern liegen. Dann kann ich auch fordern. Erziehung gehört allerdings nicht zu den Zielen der Grundsicherung. Deshalb, wer sich mutwillig verweigert, der sollte auch sanktioniert werden. Dabei dürfen allerdings die Kosten für Wohnung und Heizung in keinem Fall gestrichen werden. Denn das Anwenden des Sozialgesetzbuches kann und darf nicht die Gefahr von Obdachlosigkeit heraufbeschwören. Ich bedauere zutiefst, dass die entsprechenden Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe nicht aufgegriffen wurden. 15 von 16 Bundesländern hatten sich für diese Reform ausgesprochen. Falls jemand nicht weiß, welches das Bundesland ist, das sich nicht der Auffassung der anderen angeschlossen hat, das war Bayern. Und da die CSU auch Bestandteil der Großen Koalition in Berlin ist, kann man daraus schließen, woran das gescheitert ist. Auch schärfere Sanktionen für unter 25-Jährige sind, das haben uns alle Experten in einer Anhörung auch gesagt, schädlich. Sie führen dazu, dass sich jugendliche Arbeitslose komplett aus unserer Gesellschaft verabschieden. Statt Kooperation erfolgt Resignation, also völlig konträr zu dem, was wir wollen. Wir dürfen keinen Jugendlichen verlieren und schon gar nicht verloren gehen. Hamburg und mittlerweile auch viele andere Kommunen beweisen mit ihren Jugendberufsagenturen, dass man erfolgreich ist.
wenn man weitgehend auf Sanktionen verzichtet. Vertrauen und Hilfsangebote sind also das Mittel der Wahl. Bei Leistungen nach dem SGB II handelt es sich auch um einen Interessenausgleich. Um einen Interessenausgleich zwischen Leistungsempfängern und Leistungsgebern. Und Leistungsgeber, das sind wir alle, das ist unsere Gesellschaft. Und ich denke, unsere Gesellschaft hat auch einen Anspruch darauf, dass sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht, diese Unterstützung zu beenden. Aber wir haben auch die Pflicht, diejenigen, die sich bemühen, zu unterstützen, egal in welchem Bereich diese Unterstützung benötigt wird. Und weil dieser Interessenausgleich in der Petition keine Rolle spielt, lehnen wir den Antrag der Linken heute ab. Danke schön. Markus Paschke war das für die SPD-Fraktion. Ja, er hat sie genannt, die Petentin Inge Hannemann, die 2013 eine Petition gestartet hatte, Sanktionen bei Hartz IV abzuschaffen. Etwa 90.000 Unterschriften waren damals zusammengekommen. Deswegen hat sich der Bundestag damit befasst in den letzten anderthalb Jahren. Jetzt spricht für die Linke Katja Kipping, die Parteichefin. Kurzum, es geht um die Abschaffung des Hartz IV-Sanktionssystems, die längst überfällig ist. Und Herr Paschke, wenn Sie hier Sanktionsfreiheit fälschlicherweise versuchen auszuspielen gegen das Recht auf einen guten Arbeitsplatz, dann muss ich noch mal eins in Erinnerung rufen. Betroffen von Hartz-IV-Sanktionen sind nicht nur Erwerbslose, die verzweifelt nach einem Arbeitsplatz suchen, sondern auch Aufstockende. Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, die sehr wohl einen 30-Stunden-Arbeitsplatz hat, aber eben weil der Lohn so niedrig ist, damit nicht über die Runden kommt, also Anrecht auf aufstockende Leistungen hat. Und man ahnt, wie eine solche Frau sich im Alltag abhetzen muss zwischen Job, Kindern, dann noch die gesamte Ämterbürokratie zu managen. Das ist wahrlich kein Pappenstiel. Und dieser Frau ist einmal ein Termin durchgerutscht, weil sie sozusagen auf Arbeit gefragt war, und sie wurde sofort sanktioniert werden. Und allein dieses Beispiel macht deutlich, so kann es nicht weitergehen. Und das ist ein realer Fall, der wurde ordentlich recherchiert und nachgewiesen. Initiiert wurde diese Massenpetition von Inge Hannemann. Inge Hannemann folgt dieser Debatte übrigens zusammen mit dem Team von sanktionsfrei.de oben auf der Tribüne. Schön, dass ihr da seid. Inge kennt das Jobcenter von innen als Mitarbeiterin, und sie sitzt jetzt für die Linke in der Hamburger Bürgerschaft. Und sie hat mir gesagt, aus meinen jahrelangen Erfahrungen weiß ich, jede Sanktion wirkt kontraproduktiv, weil sie die Betroffenen nämlich in die Resignation treibt. 90.000 Menschen unterstützen diese Petition. Und ich finde, allein diesen 90.000 schulden wir, dass wir das jetzt nicht einfach zur Seite schieben, sondern an diesem Thema dranbleiben. Zumal das Ziel Sanktionsfreiheit auch von großen Organisationen unterstützt wird. Diakonie, Parität, IG Metall. Die Diakonie begründet übrigens ihre Positionierung damit, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und man das Ebenbild Gottes eben nicht sanktioniert. Solch eine christliche Nächstenliebe überzeugt selbst mich als Konfessionslose. Ja, wir als Linke kämpfen schon lange gegen die Hartz-IV-Sanktionen, und das aus gutem Grund. Denn die Angst vor diesem Sanktionssystem führt dazu, dass Menschen in Bewerbungsgesprächen familienunfreundliche Arbeitszeiten und niedrige Löhne akzeptieren. Dieses Sanktionssystem ist also auch ein Angriff auf die Arbeitsstandards. Sie abzuschaffen ist also sowohl im Interesse von Erwerbslosen wie Beschäftigten, die gute Arbeit wollen. Sanktionen entspricht einer Kürzung von Grundrechten, und ich bin überzeugt, Grundrechte kürzt man nicht. Auch deshalb hat die Linke im Petitionsausschuss beantragt, Zitat, die Petition der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu überweisen. Dazu muss man wissen, das deutsche Petitionsrecht kennt und sagt keine andere Formulierung als diese, als intensivste Form der Zustimmung. Doch SPD wie CDU konnten sich im Ausschuss nicht einmal dazu durchringen, die Petition zur Berücksichtigung an die Bundesregierung zu überweisen. Hier wird es doch wieder mal offensichtlich. Sie wollen die Bundesregierung nicht mit den Nöten der Erwerbslosen und Aufstockenden behelligen. Ihre Ablehnung der Petition zeigt einmal mehr, Sie verstehen sich weniger als Vertretung der Bevölkerung. Sie verstehen sich vor allem als Verstreckerin der Wünsche der Bundesregierung. Und das finde ich höchst peinlich. Ja, und
wenn Sie sich so aufregen. Sie haben ja die Möglichkeit, mir das Gegenteil zu beweisen. Sie können ja beim Rechtsvereinfachungsgesetz ja wohl noch eine Änderung vornehmen. Ja, wenn Sie die besonders scharfen Sanktionen abschaffen wollen, dann setzen Sie sich doch mal durch, dann hauen Sie doch mit der Faust auf den Tisch und lassen sich ja nicht von Bayern ständig vorführen. Mit der Ablehnung der Petition wird wieder einmal mehr deutlich, ein würdevolles Leben in diesem Lande steht unter Vorbehalt. Wer nicht spurt, bekommt die Existenznotpeitsche zu spüren. Und das bedeutet politisches Mittelalter. Und ich finde, das müssen wir überwinden. Besonders empörend ist doch Folgendes. Selbst innerhalb der strengen Gesetzeslage werden fehlerhaft Sanktionen verhängt. 36% aller Widersprüche, 40% aller Klagen bekommen teilweise oder ganz recht. Das heißt also, auch bei den Sanktionen gilt, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es Initiativen wie sanktionsfrei.de gibt. Diese Online-Plattform möchte Menschen, die bedroht sind von Sanktionen, ermuntern, sich auch juristisch zu wehren. Hut ab vor eurem Engagement. Und ich verspreche zum Abschluss, wir als Linke werden weiterhin unermüdlich gegen das Hartz-IV-Sanktionssystem kämpfen. So wie wir beim Mindestlohn nicht nachgelassen haben, so werden wir in diesem Fall auch nicht Ruhe geben, bis das Hartz-IV-Sanktionssystem abgeschafft und durch gute Arbeit und eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt ist. Vielen Dank. Katja Kipping war das für Die Linke, die Parteichefin. Ja, die Leitpetition ist von Inge Hannemann. Der haben sich aber über 100 themengleiche Petitionen angeschlossen und genau über die behandelt heute der Bundestag in dieser Beschlussempfehlung, die eben dieser Debatte zugrunde liegt, wie mit diesen 103 Petitionen weiter verfahren werden soll. Paul Lehrieder, jetzt nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Linke. Auf Ihre Initiative, auf die Initiative Ihrer Fraktion hin, beraten wir heute eine Sammelübersicht von 103 verschiedenen Petitionen hier im Plenum des Bundestages. Mich hat erstaunt, dass unsere Ausschussvorsitzende Frau Steinke hier nicht reden durfte, dass dafür eine ausgewiesene Arbeitsmarktpolitikerin mit der Katja Kipping gesprochen hat. Liebe Kollegin Kipping, stellen Sie eine Frage, dann habe ich mehr Zeit. Bitte, Frau Kollegin. Ich kann nur eine persönliche Erklärung abgeben. Lassen Sie sich gesagt sein, nicht wer am lautesten schreit, Frau Kipping, hat recht, auch wenn Sie eine Forderung immer wieder und hier vorhin auch sehr voluminös wiederholen. Sie wird deshalb nicht richtiger. Sie waren vormals, Frau Kollegin Kipping, Vorsitzende des Ausschusses Arbeit und Soziales. In der Zeit, in der dieses Problem materiell-rechtlich im Ausschuss Arbeit und Soziales behandelt wurde, im letzten Jahr, waren Sie bereits nicht mehr Ausschussvorsitzende, waren Sie Fraktionsvorsitzende. Das heißt also im Endeffekt, bitte? Oder Stellvertreter, was weiß ich. Auf jeden Fall, der Ausschuss Arbeit und Soziales hat am 14.01. genau die jetzt im Änderungsantrag behandelte, herausgezogene Petition, die Petition eben schon hier beraten. Der Ausschuss Arbeit und Soziales hat am 29. Juni 2015 eine umfangreiche Ausschussanhörung durchgeführt, auch zu dieser Petition. Der war zugrunde gelegt, die sogenannte Hannemann-Petition, über die wir jetzt eben als Änderungsantrag gesondert beraten. Und in dieser Ausschussanhörung war auch die von Ihnen zitierte Diakonie zugegen. Also wir haben genau die Probleme, die Frage der Sinnhaftigkeit einer Abschaffung von Sanktionen im Hartz-IV-Bereich im federführenden Ausschuss eben hier eingehend beraten. Am 23.09.2015 hat der Ausschuss Arbeit und Soziales abschließend über die Petition beraten und hat mitgeteilt, dass dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. Was Sie jetzt über den Petitionsausschuss hier versuchen, ist so eine Art Superrevisionsinstanz. Das heißt, Sie stellen das Fachwissen in Arbeit und Soziales des Petitionsausschusses über dessen, was der A&S-Ausschuss eben hier in der Sache schon entschieden hat. Und das kann eigentlich so nicht richtig sein. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auf die altbekannte Forderung zur Abschaffung der Sanktionsmöglichkeiten von Hartz IV haben wir im federführenden Ausschuss, ich habe auch mit den Daten darauf hingewiesen, aber auch schon als öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss sehr eingehend die ganzen Anliegen geprüft und wir sind mehrheitlich zur Auffassung gekommen, dass eben schon das Verfahren abgeschlossen werden soll. Und da wird sich auch durch die heutige Debatte wohl nichts daran ändern. Wir haben nicht nur in dieser Wahlperiode, sondern auch in den vergangenen Wahlperioden, wo Sie Vorsitzende des federführenden Ausschusses waren, Frau Kipping, eben ausführlichst darüber debattiert und werden eben entsprechend hier Kollege Lehrieder, ja, ja. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Ja, selbstverständlich von der Frau Podner immer gern. Herr Rede, Sie haben ja gerade die
die Anhörung angesprochen zum Thema Sanktionen. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Sachverständigen sich da eindeutig positioniert haben und dass Sie dem ja auch folgen. Haben Sie dann auch zur Kenntnis genommen, dass die absolute Mehrheit aller Sachverständigen in jeder Anhörung zu diesem Thema sich dafür ausgesprochen hat, dass Sanktionen für die Sondersanktionen für unter 25-Jährige in jeder Hinsicht kontraproduktiv sind? Und wären Sie bereit, diesem Votum dieser Sachverständigen auch Folge zu leisten? Denn ansonsten muss natürlich hier die Frage erörtert werden, welchen Sinn haben eigentlich Anhörungen? Liebe Frau Kollegin Podmer, herzlichen Dank für die Einlassung, für die Frage. Es ist natürlich so, dass in jeder Sachverständigenanhörung unterschiedliche Meinungen geäußert werden und nicht die Mehrheit. Frau Podmer. Und natürlich wird der Ausschuss eben entsprechend hier aus den Sachverständigenanhörungen sich einen Schluss ziehen müssen und ziehen. Und das haben wir damals getan in A&S. Und zwar mit der Begründung, okay, fordern und fördern trifft nicht nur die über 25-Jährigen, sondern auch die Heranwachsenden, auch die Jugendlichen eben entsprechend hier, die natürlich eben entsprechend hier durch Sanktionen eben entsprechend hier zum Einhalten von Terminen bestimmt werden sollen. Und ich möchte auf Ihren Einlassung von eben Frau Kipping noch eingehen. Wenn ich unverschuldet einen Termin beim Jobcenter versäumt habe, gibt es keine Sanktionen. Das sollten Sie eben, Sie sollten, bitte, Frau Kipping hat eine Frage. Sie lassen die Frage oder Bemerkung zu. Bitte schön. Ja, Herr Lehrieder, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es formal laut Gesetz nicht möglich ist. Tatsache aber ist, der von mir zitierte Fall ist nicht ausgedacht, sondern ist sozusagen auch von einer ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin geprüft worden. Und Sie, selbst Ihre Bundesregierung, hat ja bestätigt, dass ein Teil der Widersprüche Recht bekommt, dass also falsche Sanktionen verhangen werden. Das Problem ist nur, wenn jemand einmal sanktioniert ist, muss er sich erst einmal wehren. Die Bearbeitung des Widerspruchs dauert eine ganze Weile. Die Klagen dauern eine ganze Weile. Und wir reden hier über Leute, die kein finanzielles Polster haben, die womöglich dann sozusagen gar kein Geld mehr haben, um bis zum Monatsende über die Runden zu kommen. Und vor diesem Hintergrund sagen wir, Sie können das jetzt sich auch nicht so einfach machen und das den Mitarbeitern in den Jobcentern in die Schuhe schieben, dass das deren Fehler ist, weil die stehen unter einem enormen Einsparungsgrund. Und deswegen frage ich Sie, was gedenken Sie zu tun, damit es nie wenigstens nicht zu falschen Sanktionen kommt. Ja, Frau Kollegin Kipping, herzlichen Dank noch für die Frage. Gibt mir jetzt die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass auch bei Sanktionen natürlich über Lebensmittelgutschein als Existenzminimum immer gewahrt wird. Das heißt, niemand, der Widerspruch führt oder eine Klage führt, weil wo Menschenhandel natürlich auch Fehler passieren können. Da gebe ich Ihnen völlig recht, das kann passieren. Aber der wird deswegen eben nicht in seinem Existenzminimum beschnitten. Er bekommt statt eben hier eine Zahlung, bekommt er Lebensmittelgutscheine. Das ist für die Übergangszeit zumutbar. Das System von Hartz IV, fordern und fördern, ist eben hier nicht so unlogisch. Bitte? Haben Sie mal versucht, so einen Gutschein einzuführen? Ich hatte noch keine Kürzung selber erhalten, Frau Kollegin Kipping. Aber im Endeffekt, wie gesagt, über die Frage eben hier der verbesserten Einlösungsmöglichkeit von Lebensmittelgutscheinen werden wir sicherlich uns Gedanken machen können, wenn es vorkommen soll. Aber das Problem ist nicht flächendeckend da. Und nochmal, wie schon gesagt, es wird niemand in seinem Existenzminimum deswegen beschnitten. Es muss niemand verhungern. Die Skandalisierung, die Sie als Linkspartei immer wieder zum Hartz-IV-System hier vortragen, ist nicht so vorhanden, wie schon gesagt. Und eine motivierte Gruppierung, die Massenpetition einreichen, allein reicht nicht aus, um die Sinnhaftigkeit dieses Systems von Fordern und Fördern bleiben zu stehen. Bin noch nicht fertig. Um eben entsprechend hier die Sinnhaftigkeit des Systems von Fordern und Fördern tatsächlich in Frage zu stellen, Frau Kipping. Das wird durch die Lautstärke und durchs Wiederholen auch nicht wahrer. Meine Damen und Herren, nicht nur im Bereich Arbeit und Soziales, wo das Thema von ALG II fachlich auch hingehört und wo wir es auch debattiert haben, wo wir auch gemeinsam lange darüber gesprochen haben. Herr Ernst, eine Frage bitte. Wedeln Sie halt in der letzten Reihe rum, sondern stellen Sie mir eine Frage, dann kann ich noch darauf eingehen. Sondern eben entsprechend hier wird ja auch eben bei zahlreichen Eingaben im Petitionsausschuss bereits behandelt. Ich habe darauf hingewiesen. So wurde die Leitakte dieser Sammelübersicht beispielsweise im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses beraten. Auch das habe ich bereits gesagt, wo auch die zuständige parlamentarische Staatssekretärin
Frau Kollegin Lösekrug-Möller und damit die Bundesregierung beteiligt war und auch ausführlich Stellung bezogen hat. Was Sie heute mit dem Petitum fordern, ist wieder eine erneute Überweisung an die Bundesregierung, die auch nicht zu einer neuen Erkenntnis führen würde, weil wir genau diese Petition ja schon eben in der Massenpetition in der öffentlichen Anhörung zugrunde gelegt hatten. Meine Damen und Herren, zudem gab es 4 Stellungnahmen des zuständigen Ministeriums. Auch da war die Regierung beteiligt. Machen Sie bitte auch hier insoweit keine Legendenbildung. Ein sogenanntes Verfahren nach 109 Geschäftsordnung des Bundestages. Das heißt, während einem laufenden Gesetzgebungsverfahren schließt sich die heutige Debatte im Deutschen Bundestag. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau Kollegin Ausschussvorsitzende Steinke, sehr geehrte Frau Kollegin Kipping, auf all diese Diskussionsebenen des parlamentarischen Verfahrens haben Sie unsere Argumente und die auch der Bundesregierung diesbezüglich zur Kenntnis genommen und auch Ihre Ansichten ausführlich darlegen dürfen. Die Tatsache, dass Sie nunmehr eine Sammelübersicht mit über 100 Petitionen im Plenum beraten möchten, lässt bei mir den Eindruck entstehen, dass es Ihnen vorliegend gar nicht darum geht, den einzelnen Petenten zu helfen. Sie benutzen vielmehr die Petenten, um hier zum wiederholten Mal die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen auf großer Bühne zu fordern, zu skandalisieren. Und ich will eins sagen. Als ich in den Petitionsausschuss des Bundestages gegangen bin, da ist mir das Anliegen der kleinen Leute wichtig gewesen. Und nicht nur mit großem Bohai die Schlacht nachzuschlagen, die in den Fachausschüssen bereits geschlagen wurden. Liebe Frau Kollegin Kipping, missbrauchen Sie den Petitionsausschuss nicht mit dieser Skandalisierung von irgendwelchen Vorgängen, die längst im Fachausschuss behandelt worden sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf den nächsten Antrag zur Abschaffung von Sanktionen im Hartz-IV-Bereich. Der wird von Ihnen so sicher wie das Abend in der Kirche in Kürze wieder kommen. Wir werden wieder mit großer Gründlichkeit darüber beraten. Ob wir zum anderen Ergebnis kommen werden, kann ich Ihnen nicht versprechen, Frau Kipping. Alles Gute, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Frau Lehrieder war das, der Vorsitzende des Familienausschusses hier im Bundestag. Und im Petitionsausschuss sitzt er auch, wie er ja selbst gesagt hat. Beate Müller-Gemmecke, jetzt die nächste Rednerin für die Grünen, Sprecherin für Arbeitnehmerrechte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße es ausdrücklich, dass wir heute die Petition von Inge Hannemann diskutieren. Und Herr Lehrieder, wir diskutieren heute eben nicht einen Antrag im Ausschuss Arbeit und Soziales, sondern eine Petition. Der Petitionsausschuss sollte sich endlich etwas ernster nehmen. Die Petition war öffentlich stark präsent. Zuletzt hatten 91.500 Menschen die Petition mitgezeichnet. Und bei der öffentlichen Anhörung hat nicht mal der Europasaal ausgereicht. Die Anhörung wurde zusätzlich in einen anderen Saal übertragen. Das zeigt, das Thema Sanktionen treibt viele Menschen um. Und Sinn und Zweck von Petitionen ist es doch, etwas über die Stimmung in der Bevölkerung zu erfahren, eine Einschätzung zu erhalten, ob Gesetze ihre Ziele erreichen und welche Probleme bestehen. Mein Verständnis bei solchen herausragenden Petitionen ist, wir sollten die Argumente ernst nehmen und bedenken, einfach mal innehalten und auch mal den Blickwinkel etwas weiten. Und damit meine ich nicht nur wir, der Petitionsausschuss, sondern auch die Bundesregierung. Und weil diese Petition auch stellvertretend für viele, viele Einzelpetitionen steht, hätte es diese Petition wahrlich verdient, dass sich die Bundesregierung damit beschäftigt. Die Petition zeigt, die Sanktionen sind umstritten, und dafür gibt es ja durchaus bedenkenswerte Argumente. Haben Erwerbslose aufgrund von Sanktionen weniger Geld, dann hat das und kann das vielfältige Folgen haben. Es besteht die Gefahr der Obdachlosigkeit, Mangelernährung, Schulden. Vor allem führen Sanktionen häufig zum Rückzug aus dem sozialen Umfeld, und gesellschaftliche Isolation macht was mit den Menschen. Es entstehen Selbstzweifel, Unsicherheit, Ängste. All das ist nicht förderlich für eine Integration in den Arbeitsmarkt. Das sollten Sie endlich mal bedenken. Sanktionen suggerieren auch, Arbeitslosigkeit sei selbst verschuldet. Aber was sind denn die Gründe, warum Menschen länger arbeitslos bleiben? Geringe Qualifikation, Krankheit, manche sind nur zu alt, manche haben die falsche Nationalität, manche sind alleinerziehend. Unsere Arbeitswelt ist nicht inklusiv, sondern sehr exklusiv. Und das ist kein individuelles
sondern ein gesellschaftliches und letztendlich auch ein politisches Problem, denn es fehlt an Unterstützung, es gibt zu wenig finanzielle Mittel und somit zu wenig passende Angebote. Sanktionen helfen da nicht weiter. Langzeitarbeitslose brauchen viel mehr Chancen und Perspektiven. Sehr geehrte Regierungsfraktion, wir kennen ja Ihre Haltung, aber Sie haben doch selbst im Koalitionsvertrag Handlungsbedarf ausgemacht. Warum tun Sie da nichts? Ein Beispiel, ein Großteil der Sanktionen sind Meldeversäumnisse. Da sind Sanktionen zu hart und sie verändern auch nichts. Das zeigen die alljährlich hohen Zahlen. Die Frage müsste doch vielmehr sein, wie kann das vermieden werden? Was ist da schiefgelaufen? Und vor allem ist es ein extrem bürokratischer Aufwand. Inge Hannemann hat es in der Anhörung sehr deutlich belegt. Sanktionen binden viel Zeit, viele Kräfte und letztendlich viel zu viel Geld. Zeit und Engagement brauchen wir an anderer Stelle bei der Beratung und Unterstützung. Komme ich noch dazu, liebe Kollegin? Ja, und dann geht es noch um die verschärften Sanktionen für die unter 25-Jährigen. Da gab es schon die Frage dazu. Die sind nicht akzeptabel. Und ich sage es auch noch mal, das war die Meinung aller Expertinnen bei allen öffentlichen Anhörungen. Und es gibt ja auch eine Studie aus NRW zu den Sanktionen. Und die sagt uns deutlich, Sanktionen erhöhen nicht die Motivation. Im Gegenteil, junge Menschen reagieren nur mit kurzfristigen Jobs. Das ist keine nachhaltige Strategie. Und vor allem verlieren sie auch das Vertrauen in die Jobcenter und sind nur noch schwer erreichbar. Besonders harte Strafen sind hier der absolut falsche Weg. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis, insbesondere die Damen und Herren der CSU, und schaffen Sie die verschärften Sanktionen für junge Menschen ab. Notwendig wäre darüber hinaus ein Wunsch- und Wahlrecht, damit die Angebote auch wirklich passen, Ombudsstellen, um Konflikte zu vermeiden und zu lösen. Und notwendig wäre vor allem eine Hilfe und Unterstützung auf Augenhöhe. Immerhin spricht die Bundesagentur für Arbeit immer von Kunden. Dazu braucht es auch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Deshalb fordern wir, liebe Katja Mast, ein Sanktionsmoratorium, bis neue, faire Regeln etabliert sind. Denn wir wollen eine armutsfeste Grundsicherung, die bei der Arbeitsmarktintegration auf Unterstützung, Motivation und Chancen setzt. Und nochmals ganz kurz zurück zum Anfang. Und wir wünschen uns vor allem einen Petitionsausschuss, der offen ist für Anregungen und Kritik. Denn nur wer die Anliegen der Menschen kennt, macht auch gute Politik. Vielen Dank. Beate Müller-Gemmicke war das für die Bündnis Grün. Sie ist die Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte der Fraktionen. Jetzt folgt Christel Vosbeck-Kaiser für die CDU-CSU-Fraktion. Sie ist Mitglied im Petitionsausschuss. Mehrere Beratungen in den Ausschüssen Arbeit und Soziales und Petitionen, mehrere Debatten hier im Plenum, öffentliche Anhörungen im Petitionsausschuss und im Ausschuss Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, und wieder einmal debattieren wir heute über die Abschaffung der Sanktionen im SGB II. Sozialleistungen bedarfsunabhängig und voraussetzungslos zu leisten, das ist im deutschen Sozialrecht nicht vorgesehen. In der Sammelübersicht 289 zu Petitionen, um die es ja hier heute geht, geht es um 103 Petitionen. Sie von den Linken aber greifen in Ihrem Änderungsantrag eine von Ihnen öffentlich platzierte Petition heraus. Sie beleuchten ausschließlich die Perspektive dieser einen Petentin und erklären diese für allgemeingültig. Sie scheren somit alle Anliegen der 103 Petitionen über einen Kamm. Aber ich frage Sie, sind nicht die darin geschilderten Verläufe sehr unterschiedlich und auch individuell? Lassen Sie mich doch mal aus einer anderen Petition aus dieser Sammelübersicht berichten. In einem Schreiben teilt ein Patient dem Jobcenter mit, dass er seinen Termin beim ärztlichen Dienst nicht wahrnehmen werde, da er hierzu keinen Anlass sehen würde.
Gleichzeitig sagt er auch den Termin selbstständig beim ärztlichen Dienst ab. Ziel dieses Untersuchungstermins war es, die Erwerbsfähigkeit des Petenten und damit seine körperliche Leistungsfähigkeit festzustellen. Dieser Fall zeigt eine fehlende Mitwirkung des Petenten. Der Petent ist seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Aber das Mitwirken des Betroffenen ist doch wichtig, um ihn in der Beratungskette des Jobcenters entsprechende Angebote auch machen zu können. Und Sie wollen doch hier nicht allen Ernstes behaupten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es bei einer Mitwirkungspflicht sich um eine Form von Gängelung handelt, von einer Gängelung von Menschen im SGB-II-Bereich, sondern es ist eine notwendige Maßnahme, um gemeinsam miteinander arbeiten zu können. Auch diese Schilderung des Sachverhalts entspricht einer Realität, sie entspricht vereinzelt dem Alltag von Jobcenter-Mitarbeitern. Und, liebe Kollegen und Kollegen, zur Realität gehört auch, und das sollten wir auch mal zur Kenntnis nehmen, dass das Bundesverfassungsgericht sowohl 2010 als auch 2012 festgestellt hat, dass Sanktionen weder gegen das Recht der Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums noch gegen das Recht der körperlichen Unversehrtheit verstoßen. Und die parlamentarische Staatssekretärin Lösekruch-Möller hat bei der öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss zu diesem Thema auch das noch einmal betont. Und zur Wahrheit, es wurde heute Morgen schon angesprochen, gehört auch, dass das SGB II das Fördern und Fordern im Vordergrund steht und nicht das Sanktionieren. Das Sanktionieren oder Sanktionen stehen erst am Ende einer langen Beratungskette. Unser Sozialgesetz erwartet Mitwirkung, indem Termine wahrgenommen und persönliche Unterlagen eingereicht werden. Ebenso, dass auf Angebote zur Weiterbildung reagiert wird und Vorschläge zur Beschäftigung angenommen werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit gerade denjenigen Menschen gegenüber, die diesen Sozialstaat durch ihre Erwerbstätigkeit erst ermöglichen. Beratungsangebote, Hilfen und Unterstützung können nur in wechselseitigen Beziehungen erfolgreich sein. Und Mitarbeiter in den Jobcentern engagieren sich großartig. Unsere Aufgabe in der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit erfolgreiche Arbeitsvermittlung stattfinden kann. Hier sind wir dabei bei der Rechtsvereinfachung und Änderungen im SGB II. Und den Grundsatz unserer Sozialgesetzbücher, nämlich der Mitwirkungspflicht, werden wir nicht aufgeben. Und daher ist die Abschaffung von Sanktionen für uns auch kein Thema. Das Wort hat der Kollege Udo Schiefner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kipping, ich muss hier mal ganz deutlich sagen, wer dem Mindestlohn nicht zustimmt, darf meiner Meinung nach nicht mit Belehrungen oder Vorwürfen in dieser Debatte kommen. Und Ihr Beitrag zielt mehr darauf ab, eine Effekthascherei zu erwirken, als sich sachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch das muss man an dieser Stelle deutlich sagen. Und ich möchte für meine Fraktion noch mal betonen. Kollege Schiefner, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Birkwald? Bitte. Matthias Birkwald darf seine Zwischenfrage stellen. Er fragt für die Linksfraktion. Herr Kollege, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Der gesetzliche Mindestlohn ist nicht eine Erfindung der SPD. Der gesetzliche Mindestlohn wurde von unserer Vorgängerpartei der PDS als erstes Mal in den Deutschen Bundestag eingebracht. Erstens. Zweitens. Als zweites war es die Gewerkschaft NGG, die einen gesetzlichen Mindestlohn forderte.
Drittens, ich erinnere mich noch an eine Parteiveranstaltung auf Bundesebene der Sozialdemokratie, auf der die heutige Bundesministerin für Arbeit und Soziales als JUSO-Vorsitzende einen gesetzlichen Mindestlohn forderte. Die flammende Gegenrede stammte von Franz Müntefering, und daraufhin hat die SPD sich gegen einen Mindestlohn ausgesprochen. Viertens. Es gab x-mal Antworten aus dem Reich der Sozialdemokraten, dass ein gesetzlicher Mindestlohn Unsinn sei und das nur die Tarifpartner klären könnten. Nur aufgrund des Druckes der PDS, der Linkspartei, der WASG und der Linken gibt es überhaupt in diesem Land nur einen gesetzlichen Mindestlohn. Und als Letztes möchte ich Ihnen sagen, die Linke hat diesem Mindestlohn nicht zustimmen können, weil er mit 8,50 Euro viel zu niedrig ist. Heute braucht man 11,68 Euro, um nach 45 Jahren harter Arbeit eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu haben. Und wir Linken wollen einen Mindestlohn ohne alle Ausnahmen. Bitte, was sagen Sie dazu? Lieber Kollege, was ich dazu sage, würde wahrscheinlich ein nachmittagfüllendes Programm sein. Aber eins möchte ich doch feststellen. Ich möchte hier nicht diese historische Debatte führen. Letztlich ist entscheidend, was am Ende rauskam. Und das ist dank der Sozialdemokratie 8,50 Euro. Und wäre man Ihrem Weg gefolgt, dann hätte man gar nichts. Und ich sage auch ganz deutlich, 8,50 Euro sind in der Tat wirklich eine untere Grenze. Daran werden wir auch noch arbeiten. Aber wir waren diejenigen, die den Mindestlohn letztlich durchgesetzt haben. Auch das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Und dann noch der zweite Punkt, den möchte ich dazu auch noch erwähnen. Dass Sie die NGG erwähnt haben, macht mich stolz als NGG-Mitglied, damit Sie das auch mal klar wissen. Auch ich habe für den Mindestlohn dort gekämpft. Spielt doch keine Rolle. Am Ende haben wir den Mindestlohn. Und den haben wir dank der SPD. Und ich möchte auch jetzt hier, da können Sie noch so laut dazwischen rufen. Ich denke, Ihre geschichtliche Abhandlung war sehr interessant. Aber am Ende ist entscheidend, was rauskommt. Und das sind die 8,50 Euro. Meine Damen und Herren, um es noch mal deutlich zu machen, Kollege Paschke hat es ja auch schon auf den Punkt gebracht. Ja, wir müssen die Sanktionspraxis beim Arbeitslosengeld II prüfen. Werden die Regelungen richtig angewandt? Werden sie auch richtig umgesetzt? So viel zum Handlungsbedarf, den wir natürlich auch erkennen. Aber wir sagen auch ganz klar, nein, wir können und wollen Sanktionen nicht komplett abschaffen. Denn sie gehören zum Prinzip des Förderns und Forderns. Und ich halte auch nichts davon, auf das Mitwirken der Menschen zu verzichten. Und keine Erwartungen an die Menschen zu haben, ist auch kein Zeichen von Respekt in diesem System, das wir hier absolut für richtig halten. Und ich halte nochmals fest, das wurde auch schon deutlich aus Sicht der SPD, es gibt Grundbedürfnisse, die von Sanktionen ausgenommen bleiben müssen. Das ist das Wohnen, das Heizen können, medizinisch versorgt zu werden und Essen zu haben. Und das versteht sich für Sozialdemokraten von selbst, meine Damen und Herren. Und auch für Christdemokraten. Und das auch, danke, Herr Kollege Mattfeld. Und wenn wir auch dem Anliegen der Petition nicht folgen, ich meine, dass wir schon auch stolz darauf sein können, auf unser Petitionsrecht, dass wir diese Petition an so prominenter Stelle debattieren. Denn es wird deutlich, die Petition ging an den richtigen Adressat, den Deutschen Bundestag, den Gesetzgeber. Und es geht immer in Petitionen auch um die Nebenwirkungen von Gesetzen und Verordnungen. Darum haben wir ja auch den Handlungsbedarf bei der Überprüfung. Aber es geht auch darum, dass Petitionen genau geprüft, genau beurteilt und wir letztlich eine Entscheidung treffen. Und dies ist nur möglich über dieses transparente Recht der Petition, wie es der Artikel 17 des Grundgesetzes auch vorgibt. Und Sie haben eben selber den Prozess geschildert, der hinter uns liegt zu dieser Petition. Am 17. März 2015 eine öffentliche Anhörung. Die Petentin hatte die Gelegenheit, ihr Anliegen persönlich vorzutragen. Wir haben diskutiert mit der Petentin, Vertretern der Bundesregierung. Also man kann nicht sagen, dass diese Petition nicht ausführlich im Petitionsausschuss behandelt wurde. Wer das sagt, muss ganz ehrlich und offen hier deutlich machen,
Wer das sagt, der nimmt nicht wahr, dass wir ein ganz transparentes Verfahren hatten. Und am letztlich haben wir entschieden. Und die Entscheidung, denke ich, die muss man in der Form auch respektieren. Und ich denke, wir sollten auch die Bürgerinnen und Bürger ermutigen, von ihrem Petitionsrecht Gebrauch zu machen. Denn nur so werden wir über die Nebenwirkungen auch von Gesetzen und Verordnungen informiert. Und jeder hat das Recht, seine Anliegen, seine Bedürfnisse, seine Anregungen beim Petitionsrecht einzufordern und auch einzureichen. Und da ist nicht entscheidend, wie viele Unterschriften oder Klicks im Internet gesammelt wurden. Es ist auch unwichtig, ob das Anliegen geliked wurde. Jede Petition, und dies möchte ich noch mal betonen, wird im Petitionsausschuss dieses Hauses ernst genommen. Und das sollten Sie auch bitte schön nicht in Frage stellen. Und unsere Arbeit im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages unterscheidet sich deutlich von den sogenannten Erregungsplattformen, sag ich mal, die sich mit dem Weiten des Internets taumeln. Und das ist auch gut so. Es gibt viele private Plattformen, da steht auf der Packung Petition, ist aber keine Petition drin. Und jetzt liest man in diesen Tagen auch noch, dass sie unter dem Verdacht stehen, Nutzerdaten missbraucht zu haben. Doch das nur am Rande. Vor diesem Hintergrund und im Gegensatz dazu beweist doch die heutige Debatte wieder einmal mehr den Wert der echten Petition, kann ich Sie nur alle aufrufen, die Bürgerinnen und Bürger auf der Besuchertribüne, aber die, die hier auch dieser Debatte am Fernseher folgen, nutzen Sie Ihr Petitionsrecht. Es lohnt sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Udo Schiefner war das für die SPD-Fraktion. Ja, einen Redner haben wir noch hier in dieser Aussprache, bevor dann über diese Beschlussempfehlung abgestimmt wird, die der Petitionsausschuss hier heute vorlegt. Andreas Mattfeld ist das für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich nun auf den Sachverhalt zur Abschaffung von Sanktionen für SGB-II-Empfänger eingehe, lassen Sie mich erst einmal ein wenig über die Sinnhaftigkeit dieser heutigen Debatte sprechen. Die lässt mich schon ein wenig zweifeln, ob Sie als Linke überhaupt daran interessiert sind, allen, Kollege Schiefner hat es eben gesagt, allen Petenten die gleiche Aufmerksamkeit zuzubilligen, oder ob Sie wirklich nur dort politisch hier aktiv sind, dort, wo es Ihnen politisch in den Kram passt. Meine Damen und Herren, aus gutem Grund war und aus gutem Grund ist es gängige Praxis, die Sammelübersichten zu Petitionen nicht im Plenum des Bundestages, sondern im zuständigen Ausschuss zu beraten. Über jede einzelne Petition hier im Plenum zu debattieren, das muss man einfach sagen, das ist weder inhaltlich noch ist das organisatorisch und zeitlich zu leisten. Dann könnte sich das Plenum des Bundestages ausschließlich nur noch mit Petitionen befassen. Und darum sind die Petitionen im Petitionsausschuss genau richtig aufgehoben. Dort haben wir den Raum, um auf sachlicher Ebene auf jede Petition einzugehen. Doch kommen wir einfach mal zu einem Beispiel in der Übersicht. In der Petition 60 schreibt der Petent in der Begründung zur Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, diese seien unverantwortlich gegenüber den Einzahlern. Wissen Sie, als Familienvater, als Haushaltspolitiker, aber vor allem auch als jemand, der nicht sein ganzes Leben im oder vom öffentlichen Dienst gelebt hat, interpretiere ich es für die fleißigen Einzahler auch genauso. Aber in eine andere Richtung natürlich. Ich sage auch, eine Abschaffung von Sanktionen ist unverantwortlich und setzt genau das falsche Signal. Und deshalb ist Ihre Forderung hier heute ganz deutlich abzulehnen. Eine Abschaffung der Sanktionen wäre unverantwortlich gegenüber denjenigen, die jeden Tag hart arbeiten, damit dieser Sozialstaat und damit auch die Hartz-IV-Leistung finanziert wird, meine Damen und Herren. Und im Sinne des Forderns und des Förderns wollen wir Hartz-IV-Bezieher helfen, wieder eine Arbeit zu bekommen. Die gute Lage am Arbeitsmarkt mit der geringsten Zahl an Arbeitslosen seit 25 Jahren und der höchsten Zahl
der Beschäftigten, die jetzt fast auf 44 Millionen Menschen zugeht, und allein 640.000 offenen Stellen, die bietet hierzu eine ausgesprochen gute Ausgangslage. Und dies war nicht immer so, das gebe ich ja zu. Dass es 2005 mit gut über 5 Millionen Arbeitslosen weitaus schwieriger war, nach Verlust des Jobs wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Heute sieht das zum Glück anders aus. Dank auch kluger Politik, dank auch der Einführung der Hartz-IV-Gesetze, die wir als Union im Übrigen immer mitgetragen haben. Übrigens, Sie als Grüne haben sie mit eingeführt. Davon wollen Sie heute anscheinend nichts mehr wissen. Heutzutage fällt es auch bei geringerer Qualifikation erheblich leichter, einen Job zu finden als 2005. Und als Unternehmer in der Lebensmittelbranche weiß ich ein wenig, wovon ich hier spreche. Meine Damen und Herren, der Steuerzahler investiert erheblich, um gerade von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen mit Weiter- und mit Fortbildungsmaßnahmen zu helfen. Dies natürlich in der Erwartung, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, dass der von Arbeitslosigkeit Betroffene, übrigens, das darf man auch mal sagen, auch mit eigener Anstrengung wieder einen Job findet. Mit Ihrem Vorschlag aber, Sanktionen nicht auszusprechen, wenn zum Beispiel vereinbarte Termine beim Jobcenter ignoriert werden, wenn Weiterbildungsmaßnahmen grundlos abgebrochen werden oder Vorstellungstermine nicht wahrgenommen werden, würde bedeuten, dass wir die Hälfte vom Prinzip Fördern und Fordern einfach streichen. Das Fordern, was zumindest bei den meisten Menschen auch notwendig ist, übrigens auch bei mir ganz persönlich, das fände dann nicht mehr statt. Und wenn Sie die Sanktionen abschaffen, fordern Sie die Menschen nicht mehr. Und das bedeutet für mich, Sie geben diese Menschen de facto auf, meine Damen und Herren. Sie geben diese Menschen auf. Wir als Union geben keinen Menschen auf, auch gerade weil wir wissen, dass es Lebenssituationen gibt, die eben nicht immer einfach sind. Und meine Damen und Herren, ich will auch meinen fleißigen Mitarbeitern in unseren Unternehmen eben nicht erklären, warum sie jeden Tag pünktlich zur Arbeit erscheinen müssen, während, wenn sie es umsetzen wollen, ein Hartz-IV-Empfänger ohne jede Gegenleistung bedingungs- und sanktionslos sein Geld jeden Monat bekommen soll. Und ich weiß, Sie wollen das auch nicht hören, aber einige wissen das ja gerade im Petitionsausschuss, dass ich Mitglied im Club der deutlichen Aussprache bin, und dann müssen Sie es auch ertragen. Ja, ich habe es leider in unserem Unternehmen eben nicht nur einmal erlebt, dass es eben auch Langzeitarbeitslose gibt, denen man eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt geben möchte und eine Chance geben möchte, zurückzukehren in den Arbeitsmarkt, und diese häufig nicht einmal zum Vorstellungsgespräch erscheinen oder schon nach ein oder zwei Tagen, bitte verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, einfach ab und an keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Natürlich weiß ich, ist das nicht die Mehrheit, aber gerade für diese schwierigen Fälle brauchen wir Sanktionen. Und das übrigens auch, und die vergessen Sie in Ihrer Argumentation immer, auch um uns vor diejenigen zu stellen, die eben ernsthaft daran interessiert sind, wieder einen Job zu finden. Und das ist zum Glück die große Mehrheit. Gerade Kollege Mattfeld, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Müller-Gemmecke? Aber selbstverständlich. Beate Müller-Gemmecke noch mal für die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, dass ich eine Frage stellen kann. Jetzt habe ich eine Weile Ihrer Rede zugehört und ich habe immer mehr den Eindruck, dass Sie indirekt zwischen den Zeilen hier permanent den Eindruck erwecken wollen, als wenn die Sanktionen notwendig wären, weil Langzeitarbeitslose in der Regel einfach nicht arbeiten wollen. Es schwingt für mich die ganze Zeit zwischendrin mit. Und ich wollte nachfragen, ob das wirklich Ihre Haltung und Ihre Meinung ist. Und zum Zweiten wollte ich noch mal fragen, ob Sie wirklich meinen, dass die Strukturen momentan so aufgestellt sind, dass Langzeitarbeitslose tatsächlich passende Angebote, Chancen kriegen, Perspektiven eröffnet bekommen. Weil trotz guter Konjunktur, Sie haben es ausgeführt, ist es definitiv so, dass sich Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt hat. Und da muss man doch einfach mal überlegen und sich die Strukturen und auch die Mittel anschauen, wie sowas passieren kann. Liebe Frau Müller-Gemmecke, vielleicht haben Sie nicht richtig zugehört und interpretieren meine Worte so, wie Sie es gerne hätten.
Die Lebenswirklichkeit sieht eben anders aus, als Sie sie sich darstellen. Wir gerade als in der Union geben sehr viel Geld für Weiterbildungsmaßnahmen aus, damit wir die Langzeitarbeitslosen, die wirklich manches Mal auch Vermittlungshemmnisse haben, so qualifizieren, dass sie auch Arbeit, Beschäftigung aufnehmen können. Wir wissen aber, Frau Müller-Gemmicke, dass der Mensch so ist, wie der Mensch ist. Und der Mensch braucht das ein oder andere Mal auch einen gewissen Druck, gerade wenn er viele Jahre beschäftigungslos ist, einen gewissen Druck, damit er Termine wahrnimmt, damit er zu Vorstellungsgesprächen erscheint und damit er auch diese Maßnahmen aufnimmt. Und ich darf Ihnen sagen, das ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt. Wenn die Gesellschaft bereit ist, Mittel für einen vorübergehenden Zeitraum dem jeweiligen in Not befindlichen Menschen zu geben, dass dieser Mensch dann auch etwas zurückgibt. Wer da etwas, ich sag's mal, missverstellt, dann versteht er das Prinzip Leistung gegen Leistung nicht. Das andere ist, dass Sie fragen, ist denn überhaupt, nun bin ich dran, Frau Müller-Gemmicke, wir führen hier kein Zwiegespräch, sollte man nicht machen, das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Plenums. Das andere ist, Frau Müller-Gemmicke, ich komme aus der Wirtschaft und ich weiß sehr wohl, dass es heute Stellen gibt, die eben nicht für jeden Langzeitarbeitslosen geeignet sind. Aber wir können doch die Augen davor nicht verschließen, dass wir in Deutschland 640.000 Stellen haben, die unbesetzt sind. Und da sind nicht alles nur hochqualifizierte Stellen dabei. Und diese Stellen können auch von Langzeitarbeitslosen angeboten und in Anspruch genommen werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, vielleicht sollten wir jetzt auch einmal die Fakten betrachten. Gerade bei Ihren Ausführungen seitens der Grünen und der Linken hat man ja den Eindruck, dass in Deutschland permanent sanktioniert wird. Und das ist eben nicht der Fall. Im Gegenteil, wir müssen uns manchmal fragen, ob wir hier nicht sogar zu großzügig sind. Denn Sie wissen ganz genau, dass eben nicht immer beim ersten Versäumnis sanktioniert wird, sondern dass in fast allen Fällen erst nach der dritten Ermahnung sanktioniert wird. Lediglich 3% der SGB-II-Empfänger wurden 2015 sanktioniert. Und allein hieran sehen Sie, dass diese Motivationshilfe sehr, sehr zurückhaltend eingesetzt wird. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen der Linken und ich muss es jetzt auch sagen der Grünen, es bleibt wohl dabei, dass wir uns von der Union um diejenigen kümmern, die als Langzeitarbeitslose enorme Anstrengungen unternehmen, um wieder einen Job zu finden, und eben auch um diejenigen, die diese sozialen Errungenschaften mit harter Arbeit finanziert. Sie hingegen und auch Sie vertreten einfach und ausschließlich nur die Interessen derjenigen, die einfach keinerlei Anstrengungen unternehmen wollen, um wieder einen Job zu finden. Und deshalb sind diese Vorschläge, Sanktionen abzulehnen. Dankeschön. Andreas Mattfeld für die CDU-CSU-Fraktion, letzter Redner. Jetzt die Abstimmung über die Beschlussempfehlung und auch über einen Änderungsantrag der Linken. Ich schließe die Aussprache. Bevor wir zur Abstimmung kommen, gebe ich Ihnen zur Kenntnis, mir liegen 7 persönliche schriftliche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Entsprechend unseren Regeln nehmen wir sie zu Protokoll. Ich gebe das Wort an die Kollegin Kerstin Kassner zu einer persönlichen Erklärung entsprechend § 31 unserer Geschäftsordnung. Genau, und das ist der Paragraph, der jedem Abgeordneten die Möglichkeit eröffnet, sein Abstimmungsverhalten zu erläutern. Ich werde dagegen stimmen, dass diese Petition damit erledigt ist. Ich werde dafür stimmen, dass sie zur Berücksichtigung an die Bundesregierung überwiesen wird, an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, weil ich denke, dass hier noch viel getan werden muss. Und gemäß unserer Geschäftsordnung, Paragraph 31, kann ich das noch einmal mit ein paar Worten begründen. Ich bin 2013 sehr bewusst in den Petitionsausschuss gegangen. Ich denke, eine Politik macht nur Sinn, wenn wir sie ganz nah an den Sorgen, Problemen, Hinweisen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ausrichten. Und deshalb ist es wirklich ein Seismograph dessen, was die Menschen empfinden, was an Petitionen auf unseren Tisch kommt. Und um es noch mal ganz deutlich zu sagen,
Ich spreche keinem meiner Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss den Arbeitswillen ab, das wirkliche Herangehen, echte Abarbeiten und das Kümmern um die Anliegen der Petition. Alle, die dort sind. Allerdings muss ich eins sagen, es gibt Unterschiede. Und an dieser Petition wird der Unterschied sehr, sehr deutlich. Nämlich immer dann, wenn man sich von seinen Überzeugungen, Erfahrungen verabschiedet und sich zum verlängerten Arm der Bundesregierung macht, dann wird es zweifelhaft, ob das wirklich die Aufgabe ist, eines Parlaments so zu handeln. Es ist die Aufgabe unseres Anspruchs als Mitglied dieses Bundestages, tatsächlich die Sorgen, Probleme und Nöte der Menschen in unserem Land aufzunehmen, uns darum zu kümmern und in Gesetze zu gießen. Und das müssen wir unserem Gewissen, unseren Wählern gegenüber verantworten. Diese Pflicht haben wir. Der Umgang mit dieser Petition macht mich wirklich wütend. Mehr als 90.000 Unterstützer, das haben wir nicht oft in diesem Land, nicht oft in unserem Petitionsausschuss. Es ist wirklich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden, welche Sorgen die Menschen haben, wie wenig die Sanktionen tatsächlich an den Bedingungen für die Menschen ändern. Deshalb bin ich ganz dort. Natürlich geht es. Ich erkläre, warum ich so stimmen werde. Die Sanktionen werden die Situation nicht ändern. Es wird weiter viele Langzeitarbeitslose geben und die Bedingungen, unter denen Menschen zu leben haben, werden dadurch schwieriger. Ich möchte, dass diese Petition an die Bundesregierung überwiesen wird. Und ich sage auch noch mal ganz deutlich, dass die Bundesregierung mit dieser Petition nicht unbedingt gezwungen ist, den Ansatz vollständig umzusetzen, sondern sie müssen sich mit dem berechtigten Anliegen auseinandersetzen. Und ich finde, das ist das, was wir verlangen müssen von der Regierung. Deshalb sage ich ganz deutlich, habe ich diesen Antrag so gestellt, dass wir eben diese Petition tatsächlich der Bundesregierung überweisen, damit sie auch in der Lage sind, sich mit diesem berechtigten, wie ich finde, Anliegen auseinanderzusetzen. Und ich sage es mal ganz deutlich. Und deshalb stimmen Sie. Wir haben hier die letztendliche Entscheidung zu allen Petitionen, immer im Plenum. Meist wird es in einem formalisierten Verfahren gemacht. Aber an der Stelle, weil uns diese Petition so wichtig ist mit 90.000 Unterstützern, ist es ganz wichtig, dass wir uns alle dazu positionieren. Und Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Ihre Haltung zu dieser Position zu ändern, zu dieser Petition. Deshalb möchte ich noch mal an Sie alle appellieren, dass Sie sich überlegen, was auch die Erkenntnisse aus den Anhörungen gebracht haben, dass gerade für junge Menschen diese Sanktionen wirklich kontraproduktiv sind, dass man noch einmal überlegt, hier an dem Gesetz tatsächlich Änderungen vorzunehmen, die dem Genüge tun. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mir zugehört haben. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Anliegen, eine sehr wichtige Möglichkeit, sich mit dem, was Menschen bewegt, auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Kerstin Kastner war das mit einer persönlichen Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung des Bundestages, also ihr Abstimmungsverhalten erläutert hat. Auf welcher Geschäftsgrundlage wir hier verhandeln, nach § 31 unserer Geschäftsordnung ist es möglich, zum Schluss der Aussprache vor der abschließenden Abstimmung eine mündliche Erklärung, die nicht länger als 5 Minuten dauern darf, oder eine kurze schriftliche Erklärung abzugeben. Genau das ist hier geschehen. Die 5 Minuten waren nicht ausgeschöpft. Zum Abstimmungsverhalten. Ich persönlich, und das diskutieren wir jetzt sowieso nicht hier im Plenum, sondern wenn es Beschwernisse gibt, haben wir einen Ort und eine Verabredung, wo wir diese Beschwernisse entsprechend auflösen, so wie das gestern auch geschehen ist, an vergleichbarer Stelle.
Und ansonsten, ich habe zumindest gehört, wie die Kollegin abstimmen will. Alles andere werden wir dann an anderer Stelle klären. Und wir kommen zur Abstimmung über die Sammelübersicht 289. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke vor auf Drucksache 8236. Über diesen stimmen wir zuerst ab. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Also, Die Linke fordert in diesem Änderungsantrag im Gegenteil zu den Koalitionsfraktionen eben, dass die hier behandelten Hartz-IV-Petitionen nicht als abgeschlossen erklärt werden, sondern der Bundesregierung zur Berücksichtigung überwiesen werden. Dieser Änderungsantrag, der findet hier keine Mehrheit. Und damit kommen wir zur Abstimmung über die Sammelübersicht 289 auf Drucksache 8092. Wer stimmt für die Sammelübersicht? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Also es wird jetzt über die entsprechende Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses zu dieser Sammelübersicht abgestimmt. Die Sammelübersicht vereint eben 103 Petitionen, unter anderem diese Leitpetition, Sanktionen bei Hartz IV abzuschaffen eben und diese 102 sich angeschlossenen. Und die Koalitionsfraktionen empfehlen den Abschluss dieser Petition. Die sind abschließend behandelt worden und das findet hier auch die Mehrheit der Koalitionsfraktionen.